Ja, Leute, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 4, Flucht von Monkey Island, Part 52. Und wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Und wir werden uns hiermit jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Weil ich sag, da fehlt was. So. Ich hatte das ja schon mal angesprochen. Und zwar wegen den Wurzeln, dass die sich ja bewegen und irgendwas muss das bewirken. Irgendwas. Wir probieren das jetzt aus hier. So. Direkt ein hinterher. So. Einfach mal, wenn das sich bewegt. Gucken, was passiert. Haben wir zwei Stück geschmissen. Zweimal rechts. So. Wo kommt der irgendwann raus? Da. Okay. Und dann unten. Okay. Gucken wir uns mal die mittlere an. Ach, da kommt noch mal einer. Das ist der andere, der zweite von eben. Okay, stimmt. Da haben wir zwei reingeschmissen. So, der ist eben einmal komplett bei der mittleren Wurzel. Okay, bei der mittleren Wurzel. Okay, die kommen gar nicht miteinander in Kontakt. So, ich will rechts noch mal sehen. So, der rechte läuft jetzt da drunter nochmal lang. So, dann wackelt die Wurzel. So, prägen wir uns. Ich werde mir das jetzt aufschreiben, beziehungsweise aufmalen, wie das sich bewegt. Ganz grob. So, der erste. Machen wir rechts, Mitte, links. Der rechte geht erst da und da. Und dann von hier nach links. So. Okay. Und dann von da oben nach unten runter. Okay. Und dann direkt unten links. Von dem einen Loch ins Aus. Runter nach ganz links. Okay. So, jetzt geht's. Jetzt die Mitte noch einmal. Oha. Voll vergessen, ich spiele mit Controller. So, Mitte der Klippe. Mitte. Die geht runter und verschwindet logischerweise direkt in dem Loch. So. Okay. Kommt oben raus. Und geht einmal komplett außen rum und in das Loch da unten. Oh Gott, wenn ihr das sehen könntet, was ich hier zeichne, ne? Aber vielleicht hilft uns das ja. So, das gehört noch zur 1. Die 2, das kommt noch gar nicht miteinander in Berührung. Okay. Gut, Stein. Und jetzt will ich die linke Seite einmal sehen. Links. So, links. Okay, der ist direkt weg. Der geht aber auf die gleiche Spur wie der zweite. Aus der Mitte. So, das ist die 3. Das mache ich dann mal so. Der geht in dasselbe Loch quasi. Mehr oder weniger. Also... Sie kreuzen sich. Das meine ich damit. So. Das ist da. Der ist der erste, der ist der zweite, der ist die dritte. Muss ich auch richtig beschriften hier, sonst wird das nichts. So. Der. So. Der kreuzt sich mit dem. So. Was ist, wenn wir jetzt...
Das hebe ich nicht auf. Den. Der zweite und dritte kreuzt sich. Das heißt, erstmal die Mitte. So. Jetzt beobachten wir es nochmal. Kam das an der Wurzel vorbei und die hat gewackelt? Jetzt bin ich gespannt. Ja, kam sie. Okay. Der linke, also ich habe das als 1, 2 und 3 bezeichnet. Rechts ist 1, Mitte ist 2, links ist 3. Wenn wir in 2 reinschweißen, also in der Mitte, und kurz warten, würden die sich berühren. Die würden aufeinandertreffen. Markiert die Wurzel das dann, wann wir den nächsten schmeißen müssen? Damit sie sich berühren, damit man die umlenken kann? So, wir schmeißen den jetzt mal in die 2, also in die Mitte. Mitte. So. Jetzt nehmen wir den nächsten und schmeißen den mal nach ganz links. So, warten, bis der da rauskommt und die Wurzel. Jetzt. Jawohl. So. Der berührt die Wurzel. Der geht dahin, wo die erste war. Jetzt geht der dahin, wo die erste war. Eins war ganz rechts. So, wie mache ich das denn jetzt? Also ich markiere mir mal so, dass wir jetzt die Mitte, also 2 zuerst. 1. Also erster Schritt, die 2. Dann der zweite Schritt ist die 3, damit die sich berühren würden. Aber da fehlt was. Der erste berührt, der fährt auf der gleichen Spur nachher wie der erste. Moment mal, wir haben... Ich will die erste Reihe noch mal sehen. Also rechts. Da berührt es doch auch die Wurzel. War doch so. Nachdem er unten lang fährt, von rechts nach links rollt er lang. Genau. So. Da bewegt sich wieder die Wurzel. Leute, ihr könnt mich für bescheuert halten, aber ich würde sagen, dass das alles was miteinander zu tun hat. Weil eben hat es genau gepasst, als wir die geschmissen haben bei der 2. Und dann geschmissen haben, den ganz linken reingeschmissen haben, als sich bei der Nummer 2 in der Mitte die Wurzel bewegt hat, hat sich ganz links, wo wir den gleichzeitig reingeschmissen hatten, wo sich die Wurzel von der 2 bewegt hat, ich hoffe, man kann mir folgen, haben sie sich berührt und haben... Jetzt fährt er nämlich da lang. Oh ja. So. Ganz rechts ist die 1. Denn vom Zeitzyklus her hätte das passen können. Wir fangen jetzt nochmal bei quasi bei 0 an und wir fangen mal an. Ganz rechts zuerst zu werfen. Von der Zeit her kann das hinkommen. So. Also 1. Jetzt streichen wir die beiden mal. Mache ich jetzt 1, 2, dritter Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich die 1. Der zweite Schritt ist die 2. Und der dritte Schritt ist die 3. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Und... Ihr seht, was ich meine. Wir werfen jetzt zuerst die 1, also das wäre ganz rechts. So, nehmen uns direkt einen Stein und der wird auf die 2 geworfen, also in die Mitte, sobald sich die Wurzel bewegt. Jetzt. Wieder ein Stein und der mittlere hatte sich bewegt und dann hat sich der ganz linke mit dem getroffen, als der die Wurzel zum, ja, Wackeln bewegt hat. Jetzt. Jawohl, der hat sich getroffen. Zurück. So, kommt der andere jetzt gleichzeitig da durch oder nicht? Die kommen gleichzeitig da durch, aber da...
Der bringt ja wieder eine Wurzel zum Wackeln. Wir haben ja kein weiteres Loch mehr. War das so richtig? Aber das sieht schon mal gut aus. Sie haben sich das fast. Da hat nicht viel gefehlt. Ich mach das nochmal. Mach das nochmal, genauso. Ganz rechts. Die 1. In der Mitte die 2. Und zwar, wenn sich da die Wurzel bewegt. Jetzt. Jetzt machen wir hier den ganz linken, wenn der unten links die Wurzel bewegt. Jetzt. Das hat ganz genau hingehauen. Das ist kein Zufall. So, kommt der jetzt da raus? Passt das jetzt? Jawohl. Alter Schwede. So, wo rollt die Kugel jetzt hin? Nach links. Nee, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen in die Mitte. Müssen in die Mitte, Leute. Aber das war schon mal kein Zufall, dass wir beide getroffen haben. Das war gut. So. In die Mitte. In die Mitte. Der läuft da links rüber. Da würde quasi die 1 auch reingehen, wenn man sie nicht umlenken würde. Das ist... Wir müssen den nochmal umlenken. Ich teste jetzt alle drei durch, wenn sich die letzte Wurzel bewegt. Das ist das Ausschlussverfahren, das Logischste, was wir machen können. Die Reihenfolge war gut. Nur ich sag, dass wir die... dass wir nochmal einen umlenken müssen. Es kann nämlich kein Zufall sein, dass man ums Verrecken in der Mitte keinen, den nicht einlochen kann. Ohne weiteres. So, erstmal rechts. Direkt den nächsten Stein. Der kommt dann in die Mitte. Jetzt. Nächster Stein. Wenn der mittlere links die Wurzel berührt, schmeißen wir den rein. Jetzt. Das war gut. Jetzt schmeißen wir einfach wieder einen rechts rein. Gucken, was passiert, wenn der die Wurzel da berührt. Jetzt. So, jetzt warten wir einfach ab, was passiert. Bringt das was? Bringt's nix? Nö. Weg ist er. Jetzt kommt der erste an. Das bedeutet, dass ich streiche jetzt einfach mal die 1 hier oben einmal durch, damit wir einfach nicht durcheinander kommen und ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe. So, wir nehmen jetzt wieder einen Stein, machen das gleiche noch einmal auf der rechten Seite. So, jetzt wieder die Mitte, wenn der die Wurzel von rechts nach links rollend bewegt. Jetzt. So, jetzt warten wir, bis der mittlere die linke Wurzel bewegt und schmeißen dann in den linken rein. Jetzt. Ah, es könnte zu spät gewesen sein. Nee, hat hingehauen. So, jetzt schmeißen wir in die Mitte, wenn der die Wurzel da berührt. Jetzt. Wo ist der mittlere? Ist er schon... Oder ist er schon rausgerollt jetzt eben? Nee, jetzt kommt er erst an. Ja, das ist zu spät. Testen wir den linken auch nochmal. Normalerweise ist ein Haufen Stein. Ja, ist ja gut. Guybrush. Kannst für dich behalten. Ich bin gerade hier am Testen. So, jetzt die Mitte. Ich hoffe inständig, dass das hier funktioniert. So, und links. Wenn der unten links wieder den Kanal rausrollt und direkt die Wurzel da berührt. Jetzt.
So. Jawohl. Und jetzt ganz links, wenn der andere die Wurzel da rechts berührt. Jetzt. Oh, das sieht gut aus. Jawohl. So. Leck mich, ich hab's mir gewusst. Ich hab's so gewusst. Ich war schon immer Muttis Heller. So. Alter Schwede. Alter Schwede. Das war gut. So, schnell mal dahin. Alter Schwede. Können wir das sehen? Die verdammte Lava hat meine Hütte eingeschmolzen. Wie deine Hütte eingeschmolzen? Hat er es nicht schon mal gesagt? Betrachte Lava. Zeig mir das mal. Hier ist überall heiße, flüssige Lava. Jawohl. So, bringt das jetzt irgendwas? Der Stamm fährt da einfach durch. Was haben wir damit jetzt gewonnen? Naja, wir beschäftigen uns damit im nächsten Part. Aber das ist schon mal so nice, dass wir den wirklich damit... Das Entschuldigung, das ist so Wahnsinn. Richtig nice. Richtig nice. Ich wusste, dass das irgendeinen Sinn hat. Weil wir einfach nur 2 von 3 Gängen wirklich sinnvoll genutzt hatten. Das... Man kam da halt nicht so hin. So einen Weg geben, Mensch. Naja gut, Leute, wir haben jetzt schon 17 Minuten fast rum. Aber das war es wert. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Wenn es dann wieder Monkey Island 4 Flucht von Monkey Island heißt. Spielen und so. Mach's gut, Leute. Ciao.